Da haben wir soweit. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Oh, ist das ein Lärm hier. Ich mache gerade die Abfahrtskontrolle. Geht alles. Rechte Seite habe ich schon alles kontrolliert. Ups. So. Ja, ich stehe hier noch in Lule, wie sich das hier auf Schwedisch nennt. Immer noch auf dem Weg nach Düsseldorf. Ja, die Nacht war ziemlich kurz. Aber da erzähle ich gleich noch was mehr zu. Gucken jetzt erstmal, dass wir hier wegkommen. Wir haben also 4 Uhr morgens. Ist schon fast wieder hell hier. Ja, es wird Zeit, dass ich langsam nach Hause komme. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir doch glatt. Nachdem ich ja schon einmal falsch abgebogen bin, ne? Die letzte Folge. Halte ich mich, glaube ich, mal dran, was die gute Frau mir hier sagt. Ja. Jo. Auch nicht schlecht. Mach mal. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja. Ja, gestern noch ein bisschen rumdisponiert. Also ich muss unbedingt gucken, dass ich einen Disponenten kriege, der mir da nimm diese Ausfahrt ein bisschen zur Hand geht. Kannst du nicht? Willst du nicht? Passt doch. Wo müssen wir hin? Links halten? Bitte links halten. Ja, das kannst du ja wohl mal knicken, ne? Aber ganz gepflegt. Und Tina hat jetzt eine Tour aufgenommen, unten in bisschen südlich von hier und fährt jetzt Richtung Italien. Muss jetzt zwangsweise mit dem MAN erstmal fahren. Mal schauen. Bitte links halten. Wir sind ja noch ein paar Kilometer vor uns. Wir haben wieder 75 hier. Also 70. Ich fahre 75. Ja, nö, also war gestern Abend dann etwas später geworden als wie geplant. Mal ein Schlückchen Kaffee trinken. Prost. Oh, die Tasse reflektiert. Ist natürlich nicht so toll. Ja, das Problem mit meinem Tracker,
Den habe ich ja jetzt rausgekriegt. Also die Brille hat ja reflektiert. Was macht denn sowas hier auf? Ja gut, hier geht es ja noch. Und hat dadurch natürlich... Ach, hier gehen schon die ersten Nachrichten wieder ein. Und das am frühen Morgen um 5. Also die Brille hat also praktisch meinen Tobii Eye Tracker, da hat sich das praktisch drin reflektiert und hat dann Störungen weitergegeben an den Tracker. Ja. Jetzt habe ich den Tobii ausgeschaltet, seitdem keine Probleme mehr. Habe also auch schon mehrere getestet jetzt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Oh, sonst so habe ich gestern gut. Ich habe dann noch ein bisschen YouTube-Videos geguckt, so von den Kollegen. Bitte rechts halten. Ja, ich bin rechts. Achso. Ja, wie ich gesehen habe, Jan ist unterwegs nach Reykjavik mit seinem neuen Vorzeigestück der Firma. Sieht auch schick aus. Gefällt mir. Sven ist auf dem Weg nach Island. Oh, ein bisschen langsam machen. Ah ja, ich weiß, dass ich zu schnell bin. Wir dürfen mal wieder ein paar Kilometer zügig fahren. Kami hat auch einen neuen. Um jetzt wirklich alle so ein bisschen kurz aufzulisten, Michi ist zurück aus den USA. Hermi hat einen neuen Scania, einen Scania S. Wie gesagt, um das alles zu verfolgen, schaut unten rein, die sind alle verlinkt. Weil das kann man so langsam kaum noch alles beibehalten. Geradeaus. Ja. Wie gesagt, es werden immer mehr die Videos machen und wenn man das jetzt alles erzählt, das kann man gar nicht mehr beihalten. Also ich mache mir schon Zettelchen, wo ich dann mal kurz drauf gucken kann. Aber wir stehen hier. Wenn es jetzt flackert, ist es meine Tasse. Gehabt. Entschuldigung. Ja. Also es ist eine extreme Masse, die sich da inzwischen, die also Videos machen, das ist... Na komm. Aber das ist schön, dass es so viele werden, die das Spiel praktisch
praktisch ihre eigene Story machen. So wie ich auch. Da gibt es einen, der war jetzt mal längere Zeit ruhig. Das war neben Jan der Tom Diesel. Der hat ja unten im, ist das schon Orient? Nee, ist nicht Orient. Auf jeden Fall ziemlich weit unten hat er ja einen Unfall gehabt und war damit sehr lange außer Gefecht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und ist jetzt wieder zurück. Hat jetzt einen schicken Volvo. Sieht schon nimm diese Ausfahrt. Nicht schlecht aus. Iuiuiui. Was hast du denn davor? Wer kommt denn da nicht in die Puschen? Ach, ich wollte mal eigentlich einen Punkt setzen. Naja, gut. Im Moment dürfte man mich sowieso nicht mehr kontrollieren. Also meine Fahrzeiten, die sehen aus unter aller Sau. Bitte rechts halten. So, komm ich machen. Immer geradeaus. Gas geben macht gar keinen Sinn. Ach, ja, ein Trecker. Oder so ein Mähdrescher von diesen großen. Machen wir mal, dass der gleich irgendwo abbiegt. Oder dass man ihn vielleicht überholen kann. Ein bisschen strecken. Ja, die brauchen Ewigkeiten, bis die mal so langsam hier in die Pötte kommen. Aha, aha, aha. Ich glaube, es geht los. Wir können. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
endlich Kilometer machen. Ja, wobei das Kilometer machen ja ist ja relativ, ne? Durch dieses ewige Auf und Ab von der Geschwindigkeit, das ist ja immer. Wieso? Da stand doch 90. Die man meckern muss. Ja, das ist halt eben. Es kann sehr ruhig sein, muss aber nicht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und ganz verträumt kommt da ein Kreisverkehr daher. Ich mich jetzt aber mal wieder mal so hoch. Oh, da ist was gesperrt für LKWs. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Hallo, mehr. Oh, wer ruft denn hier am frühen Morgen an? Ah. Hallo, Herr Weber. Wie geht's? Ja, ich bin noch in Schweden. Okay. Ihr habt also jetzt den schon vorgeladen. Immer Der steht bei geradeaus. euch an der Rampe. Okay. Montag muss das in Frankreich sein. Ja, okay. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Am Okay, Kreisverkehr ciao. erste Ausfahrt nehmen. Warum klingelt's nochmal? Weiß der Geier. Oh, jetzt habe ich ein kleines Problem. Und zwar war das der, ja, offiziell sprechen wir uns eigentlich mit Vornamen an, aber es ist der Herr Weber, der Erik Weber. Der ist von der BASF und hat mir gerade mitgeteilt, dass die den Trailer, den die da stehen haben von mir, beladen haben für eine Tour nach Frankreich. Jetzt habe ich aber ein ganz gewaltiges Problem.
fahre ja immer für den, das ist es ja. Also einer meiner größten Kunden in dem Sinne. Ich habe keinen Fahrer. Mir fehlt ein Fahrer. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Wo kriege ich denn jetzt einen Fahrer her? Das ist jetzt doof. Es ist nämlich so, Tina ist ja auf dem Weg nach Italien, hat ja gestern geladen. Hat dann ihre Pause noch gemacht und ist mehr oder weniger jetzt, macht die sich auf den Weg darunter. Aber wie gesagt, die ist ja auch gerade erst vielleicht eine Stunde, zwei unterwegs. Jetzt habe ich da eine Ladung stehen von der BASF Logistik für nach Frankreich. Die muss Montagmorgen da sein. So Montag. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich habe da ja gerade eben von Tom Diesel erzählt. Er hat ja seine Spedition unten in Kassel, aber der hat zwei Fahrer. Die kann er momentan nicht beschäftigen. Die Gründe könnt ihr auf seiner Story gucken. Und, warum, weshalb, wieso? Ich glaube, ich spreche dem mal, oder ich schreibe dem mal, oder ich mach mal eine Sprach-WhatsApp. Sprachnachricht. Mein Gott, ist das kompliziert. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schön wäre ja, wenn ich mich... Ich muss sowieso meine Pause machen. Ich sehe da was auf meinem Navi. Ich glaube, da fahren wir mal gerade hin. Stellen uns mal gerade hier irgendwo an die Seite. Ich finde eine neue Route. Okay, lass uns eine neue Route finden. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ja, mache ich gleich. Ja, erst stehen bleiben und dann... Hallo, Freunde. Gibt das heute noch was? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Hast du ein Problem? Hallo? Was kannst du nicht? Wie kaputt? Spring dich an. Ja, super. Na, mach mal anders. Ich warte jetzt nicht hier, bis der fertig ist.
Ja, wir drücken den falschen Knopf. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Ob ich mich da gerade hinstellen kann? Ja, ne? Wir machen das einfach. Route neu berechnen. Ja, ja. Passt. Wir haben auch, glaube ich, hier irgendwo... Ah, da kommen wir auf. Das ist ja mal nicht schlecht hier. Oh, hier kann man schön drehen. Aber im Moment stören wir keinen. Wir bleiben mal gerade stehen. Machen sowieso mal eine paar Minuten Pause. Und dann hauen wir mal gerade die Nachricht raus. Ne? Hallo Herr Diesel. Oder darf ich auch eventuell Tom sagen? Hier ist Micha von der Internationale Transporte und Logistik, kurz ITL aus Köln. Kurz was zu meinem Unternehmen. Ja, wir sind mit mir selbst zusammen, sind wir 5 Fahrer, eigentlich. Aber da sage ich gleich noch was zu. Zum Großteil fahren wir Komplettladungen im Kühl- und Güterfernverkehr. Ganz normale Ladungen. Warum ich Kontakt aufnehme, ist eigentlich folgender Hintergrund. Einer meiner Fahrer hat ja einen Unfall in Schweden gehabt und liegt jetzt da bis auf Weiteres erstmal im Krankenhaus. Jetzt konnte ich es soweit ja mal regeln, dass ich die Tour von ihm dann übernommen habe nach Honigswag. Die konnte ich also jetzt zustellen und habe den Zug von dem Fahrer, von meinem verletzten Fahrer, abholen lassen in Söderham. Dieser hat dann gestern Abend eine Tour aufgenommen für nach Italien, also um genau nach Venedig. Das wäre ja jetzt noch kein Problem, aber heute Morgen hat mein Großkunde angerufen und hat mir Bescheid gesagt, dass ich eine Tour nach Frankreich habe. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Mir fehlt ja ein Fahrer. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, er hat den Auflieger schon geladen. Der steht nämlich bei ihm an der Rampe. Jetzt habe ich aber gehört in der YouTube-Story von der Transart, wo ich ja auch gleichzeitig meine Story auf YouTube poste, habe ich gehört... Und auch gesehen, dass sie 2 Fahrer haben, die im Moment nicht fahren können. Aus welchen Gründen auch immer. Die kennt man. Ja, meine Frage ist eigentlich, ob ein Fahrer eventuell die Tour nach Italien mit meinem Zug, also mit dem Zug von dem Fahrer, oder die Tour nach Frankreich übernehmen kann. Ich selber kann sie leider nicht übernehmen, weil ich habe noch rund 4 Tage bis nach Düsseldorf, wo ich dann erstmal den Thunfisch loswerden muss, vor mir habe. Also ich bin also händeringend auf der Suche nach einem Fahrer, der die eine Tour von den beiden übernehmen kann. Ja, wäre schön, wenn wir da nochmal irgendwie zusammenkommen können und wenn es klappen würde. Alles andere können wir ja später mal regeln, ne? Ja, damit mit besten Grüßen von mir, ne? Und weiterhin gute Fahrt, Räder auf der Straße und Stoßstange sauber halten. Bis denn, Micha. So, das auch erledigt. Mir fällt nur gerade auf, ich weiß nicht, ob man das sieht, mein Auto zuckelt. Also es muss extrem windig sein. Hört er das? Ganz komisch.
So, aber ich habe meine Pause drin. Aber was ich jetzt noch machen muss, ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich mir noch wenigstens einen Punkt setze, wo ich. Wie weit ist das? 3 Stunden. Söderham. Gävle. In 6 Stunden. Dann fahren wir bis Söderham. Das sind 4 Stunden, das passt. Okay, wir fahren los. Heißt, wenn wir bis dahin kommen, wenn ich mir angucke, die kommen ja immer noch nicht aus dem Quark hier. Da ist mir doch glatt das System abgestürzt. Ist doch wohl nicht wahr. Gucken wir, dass wir hier wegkommen. Das glaube ich. Alles ein bisschen überfordert. Sollte eigentlich nicht. Naja. Biege nach rechts ab. Wir schmuggeln uns einfach hier raus. Ja, man darf nicht zu dicht dran fahren, sonst bleiben die nachher alle stehen. Selbst er mit seinem Bus. Och Leute, euer Ernst? Danke dir. Ja, hoffentlich kann ich jetzt so das Problem lösen. Wäre ja schön, wenn das klappen würde. Könnte ja entscheiden, welche Tour er nimmt. Ist natürlich auch nicht unentgeltlich. Och Leute. Ja. Rechts ist frei. Fahr. Nicht schon wieder. Entweder die Frankreich-Tour oder, was natürlich idealer wäre, Am die Tour nach Kreisverkehr nächste Italien. Ausfahrt nehmen. Weil da könnte ich Tina Nur diese umleiten Ausfahrt. nach Kassel. Warum stehen die hier alle rechts? Ist da was Besonderes? Muss ich da vorne rechts abbiegen? Hey, was ist denn hier los? Immer geradeaus. Ach so. Ich wollte aber trotzdem rechts rüber. Fällt mir besser da. Ja, wie gesagt, warten wir mal ab, ob ich was höre. Bis nach Kassel runter braucht die auch noch eine Zeit.
Würde dann klappen. Wäre gut. Wäre schön. Würde mir helfen. Ja, das ist natürlich auch das Problem, man findet im Moment auch keine vernünftigen Fahrer. Das ist also wirklich schlimm. Oder man hat dann welche, die verhunzen einem das Auto, so von wegen, ich fahre ja nur Aushilfe. Oh, jetzt sehe ich die Ampel nicht mehr. Doch, da drüben. Och, hätte ich das gewusst, dass der abbiegt, ne? Hätte ich gar nicht so Gas geben brauchen. Aber, naja. Okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ein bisschen breit machen. Bleibt zweispurig. Jawohl. Da habe ich ja jetzt gar keinen Nerv mehr drauf. Schlimm. Versuche nur die Zeit reinzuholen, die wir gerade eben verloren haben. Ich hatte schon gedacht, das wird zweispurig. Naja. Naja, nicht die Aussicht. Jetzt läuft's gut. Hoffen wir mal. Ja, aber so hätte ich jetzt eine Sorge los, wenn das klappen würde. Wie gesagt, warten wir mal ab. Und dann schauen wir mal. Ansonsten habe ich natürlich ein Problem. Wir haben jetzt Mittwoch und ich glaube nicht, dass ich bis Freitag. Nee. Entschuldigung. Ich weiß zwar nicht, was du da machst, aber machst du gut. Wieder nur 70.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer geradeaus. Wir warten lieber. Das finde ich das Schöne. Die haben wenigstens gegenüber noch eine Ampel. Ich dachte schon gerade. Bloß nicht. Kilometer. War ja schon fast da, wo ich hin will. Ich habe keine Gänge mehr. Passt ja gut von der Zeit her. Ja. Ich fahre ja gar nicht bis ins. Nee, ich fahre noch weiter. So rumquäken muss. Mann. 5 km/h Toleranz. Ach nee. Geht ja nicht, sind ja geeicht. Ach Leute. Ist das wirklich euer Ernst, hier stehen zu bleiben? Ist das dein Ernst?
Davor ein Polizeiauto, da kann man dran vorbeifahren. Jetzt wollte ich die Kolonne überholen und nein. Bitte rechts halten. Ich wollte ja auch nirgendwo anders hin. Leute, was macht ihr da? Da kommt bei mir manchmal nur Unverständnis auf. Also in der AI sollte es erstmal wirklich dran arbeiten, das ist wirklich nicht mehr normal. Dürfen die überhaupt hier fahren, die Trecker? Ich frag jetzt einfach mal. Ich war noch nie hier oben in Schweden. Von daher kann ich das leider nicht sagen. Stur 30. Bitte rechts halten. Ich glaube, ich hätte besser hier angehalten. Yo, super, hält. Daumen hoch. Oh.
Ach nee, ich habe ja eine größere, längere Pause zwischen gehabt, deshalb passt's. Einigermaßen. Naja, wenn die mich kontrollieren, ich glaube, ich werde arm dabei. Kommen die Freunde. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wenn ihr euch dran erinnert, hier waren wir schon. Da kann ich ja auch nicht abbiegen. Immer geradeaus. Hier haben wir den Trailer abgeholt. Von Ralf. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. In Söderham, ja. Nicht so durchs Gras. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Ich bin zwar kein Freund von Fastfood, aber ich glaube, heute nehme ich mir mal McDonald's. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Echt jetzt? Man soll bestimmt von hinten so rum da rein, ja. Irgendwie. Machen Sie eine Kehrtwende. Wo soll ich denn hier eine Kehrtwende machen? Junge Frau. Stellen Sie ein bisschen hier an der Seite. Da war doch gar nichts. Also mit gerade haben wir es heute auch nicht so. Aber jetzt
So. Dann endet unsere Folge jetzt auch hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja. Ich sag dann mal einfach wieder. Ach so, ich vergaß noch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen da. Und ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denne dann. Euer Micha.